Immer wieder trifft man im Alltag auf sogenannte Karikaturen. Wie man diese allerdings analysiert, weiß nicht jeder, und das will ich euch heute zeigen. Wenn man nun eine Karikatur analysieren will, gibt es ein paar Punkte, die man beachten sollte. Der erste Punkt wäre, was ist zu sehen? Das heißt, man schaut sich das Bild erstmal sehr genau an, guckt zum Beispiel, was ist im Hintergrund zu sehen, was ist im Vordergrund zu sehen, was für Objekte sind da. Und mehr macht man eigentlich erst im ersten Schritt gar nicht. Das heißt, man beurteilt noch gar nichts. Man schaut sich erstmal nur die einzelnen Objekte an, was ist dort zu sehen. Das war nur der erste Schritt. Im zweiten Schritt guckt man oder überlegt man, welche Bedeutung diese Bildelemente oder die Objekte auf dem Bild haben. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel ein Mehlsack steht, könnte dieser Mehlsack ja eine bestimmte Bedeutung für diese Karikatur haben. Der dritte Punkt ist herauszufinden, was der Karikaturist mit dieser Karikatur ausdrücken will. Das heißt, aus welchem Grund er diese Karikatur gemacht hat und was er damit sozusagen übertrieben darstellen will. Der letzte Schritt ist dann, die Karikatur zu beurteilen. Das heißt, man hinterfragt die Karikatur sozusagen nochmal und beurteilt dann kritisch die Karikatur, wie der Karikaturist das Ganze umgesetzt hat. Wenn man diese Schritte befolgt, hat man eigentlich alles gemacht, was man machen sollte, und hat die Karikatur richtig analysiert.